Hey, Kinderlein, willkommen zum heutigen Overwatch. Ich habe diese, so wie die letzte Folge auch, jetzt mal direkt aufgenommen. Ich hoffe, dass es hier auch direkt wieder funktioniert. So spare ich nämlich ultra viel Zeit, gerade jetzt um die Osterzeit, wo es ein bisschen schwierig ist, weil wir viel weg sind und Far Cry und hin und her und alles, Lirum Larum und die Streams. Er so, ich kann die Maus nicht bewegen. Heute kann ich nicht mal. Was war denn das jetzt, bitteschön? Naja, ich nehme es jetzt einfach direkt in OBS auf und render das gar nicht. Darum ist jetzt hier auch keine Musik mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob ihr das letztes Mal schon gemerkt habt, dass die Musik nicht mit an war. Hier ist jetzt keine Musik mit an, so wie beim letzten Mal auch, weil ich die sonst eigentlich direkt live mitlaufen lassen müsste. Durch diesen Schritt, also keine, ich könnte auch, wenn ich das wirklich bewerte und ich es so weiterhin aufnehmen kann, könnte ich auch die Musik einfach live mitnehmen lassen, aber durch diesen Schritt, das direkten Aufnehmen, spare ich mir ungefähr eine Stunde Arbeit, beziehungsweise eine Stunde spare ich den PC an Arbeit. Wenn ich das Ding dann rendere, also die Musik hinten dran klatsche, vorne und hinten kurz ein Zippelchen abschneide, und dann rendere ich das und dann dauert so eine 8-Minuten-Folge meistens 60 Minuten oder 65 Minuten. Und während dieser Zeit kann ich nichts machen am Computer. Beziehungsweise nicht viel. Also, nee, was heißt nichts? Ich kann schon Kommentare kommentieren, Pornos gucken und so weiter. Aber ich kann nichts aufnehmen, ich kann nicht wirklich was spielen, weil er halt alle Ressourcen in diesen Render-Job steckt. Und ja. Und jetzt dachte ich mir, shit, ich schaff's jetzt nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr für Sonntag, glaube ich, was zu machen, wenn ich jetzt noch eine Stunde lang rendern muss. Weil ich dann in dieser Zwischenzeit eigentlich dann weiter aufnehmen müsste, aber während ich render, kann ich auf gar keinen Fall aufnehmen. Und ja, eben, beziehungsweise nichts zocken, geschweige denn aufnehmen. Und deswegen, was macht der Vogel? Ich hab's nicht ganz, ist der, grieft der einfach? Ist er einfach nur dick am Griefen, der kleine Bastard? Ich glaube schon. Das ist eine ganz starke Spielbehinderung, würde ich sagen. Er stand ihm jetzt eine gewisse Weile im Weg, hat ihm wahrscheinlich zugelabert oder sowas. Wir gucken mal, wir warten mal noch kurz ab, ob er noch irgendwas macht. Ich meine, wegen dieser einen Sache, oder? Oh, die beiden Headshots gingen eigentlich. Die sind jeweils in die Ecke gesteppt und haben halt vor sich rumgeballert. Das heißt, es geht auf jeden Fall, ist machbar, die Situation so zu regeln, wie er es gemacht hat. Vielleicht meinen die Gegner, er hätte jetzt irgendwie einen Wallhack oder Aimbot oder sowas, aber er hat da gar nicht viel geaimt. Er war einfach nur auf den Kopf und hat da hingeschossen, bis, aber auf einmal, wir warten mal noch kurz ab. Gut, er hat ihn gesehen. Das war eine dumme Idee. Ich würde einfach versuchen, durch den Stein zu schießen. Okay, so kann man es auch machen. Aber das war echt eine saublöde Idee gegen eine AK. Es muss niedrigerer Rank sein oder der AK-Spieler hat einfach ultra Pech gerade gehabt, schlechtes Movement. Weil da eigentlich, bei so einem hopsenden Kerl, man sieht ihn auch sehr lange, weil er weit weg ist. Er ist nicht close, dass man immer nur so ein Stück sieht, sondern man sieht ihn so richtig hinten hoch und runter springen und sieht ihn ja fast schon im Stand. Ja, da ist man eigentlich weg vom Fenster. Naja, weiter gucken. Er geht jetzt direkt drauf. Oh Gott, bin ich mies. Der Woodpecker schmeißt den Nate, er natzt ihn weg. Er weiß aber doch ganz schön genau, wo die Leute stehen. Ich würde sagen... Wow. Ich hoffe, das war ein Demo-Fehler. Habt ihr es eben gesehen? Ist der gerade eben voll auf den gelockt? Ich meine, gerade eben am Schluss ist der so kurz hinge... Haben wir hier etwa schon wieder so einen Lochboy am Start? So ein Lauchboy? Also Lauchboys sind es ja eh klar. Cheater sind Lauchboys, das weiß ja jeder. Aber trotzdem, sie kommen wieder B. Achtung, gleich ist einer da in 3, 2, 1 und doch nicht. Die gehen zurück, die haben Schiss. Die Nummer 2 steht schon da oben am White Van. Also der City-Spieler. Die haben alle Nummern. Da kommt er wieder. Er hat sie auf jeden Fall im Blick. Man kann nämlich auch dann. Es gibt auch Einstellungen, dass man durch diese Schwarze durchgucken kann. Durch die Schwarze des Fadenkreuzes. Ja, da kommen sie. Er aimt schon mal rein. Er kann es von da, glaube ich, nicht wirklich hören. Also ich würde sagen, er hat wahrscheinlich eine Vision Assist am Start. Eine Visionsunterstützung. Er hat beide verfehlt. Das ist bitter. Wow. Er kann jetzt auch einfach so chillig rausgehen und rumpimmeln, weil er weiß, wo der ist. Also, ich denke, da ist... Ja, der Wall ist auf jeden Fall da. Oh, und er ist... Ich meine, er ist gerade eben schon wieder an ihm hängen geblieben im Fadenkreuz. Achtet mal darauf, wenn er die Pistole hat. Voll auf den gespuckt. Ne? Okay. Ich glaube, ich habe zweimal gesehen, wie er dann noch einen Aim Assist am Drücken ist.
Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Bulldog ist Mitte oben, da über Apartments läuft einer durch. Er aimt auch direkt dahin. Er ist sich vollkommen sicher, dass hinter der Mitte oben bei den Kartons und da links, dass da niemand steht. Also er hat auf jeden Fall die Aim-Unterstützung am Start. Da unten kommt auch jemand. Er weiß es natürlich, weil er ihn riechen kann. Jetzt habe ich halt nicht genau aufs Fadenkreuz geachtet, wie das mit der Aim-Unterstützung aussieht. Aber hier haben wir genau den umgedrehten Fall, dass vom letzten Mal. Da hatten wir jemanden, der so eine harte Aim-Unterstützung hatte und die auch genutzt hat, dass er damit Wallhack-mäßige Fähigkeiten hatte. Und er, ich meine auch, dass da ein Bunnyhop zu sehen ist. Ich drück ihm einfach mal noch den Auto-External Assistance dazu. Ich habe ihn mal wieder entdeckt, den Bunnyhop. Und sagt mir bloß nicht, dass es jetzt kein Bunnyhop gescripteter Pimmel war. Nun ja, letztes Mal hatten wir einen, der so hart geaimert hat, reingeeimert, dass er praktisch einen... Ja, tu nicht so, als würdest du abaimen, du fischgesichtiger Affe. Er hat ihn doch gesehen. Oh, wie er so tut. Oh nein, ist er da oben? Was ein räudiges Kind, ey. Naja, wir hatten jemanden, der durch seinen Aim Assist eben eine Art Wallhack hatte und bei ihm ist es genau andersrum. Er hat so einen krassen Wallhack, dass er dann natürlich auch schon ziemlich genau auf Kopfhöhe zielen kann. In gewissen Fällen. Das gerade eben, weiß ich jetzt nicht genau. Aber der Other External Assistance und der Wallhack werden ihn wegnudeln. Also so oder so. Egal, was ich da noch drücke, beziehungsweise alleine schon der Vision Assist, würde vollkommen ausreichen für den Bann, das wissen wir ja alle. Und darum ist dieser Aim Assist gar nicht mehr so wichtig. Aber trotzdem wollen wir es natürlich herausfinden, weil wir gute Overwatcher sind und einen möglichst hohen Overwatch-Score haben wollen. Na, ist klar. Denn je höher der ist, desto schneller kriegt man Spiele. Und ihr wisst ja, wie es bei mir ist, ich bekomme im Moment so alle 8 Minuten, nicht Spiele, sondern Fälle. Ich bekomme alle 8 Minuten einen neuen Fall. Ich weiß gar nicht, ob es noch schneller geht, weil ein Fall geht meistens so, also so wie das jetzt auch wieder umgeschnitten wird, 8 Minuten. Also er müsste in ungefähr einer Minute fertig sein. Plus, minus, je nachdem. Und ja. Und dann passt es ja, wenn dann erst der nächste wieder kommt. Man kann davor ja eigentlich eh keinen anderen machen, außer man spult durch. Und das ist immer sehr ärgerlich, wenn ich halt dann mal so einen verkackten Spinbot da habe, den ich durchspulen will dann und die Aufnahme verwerf, um dann eine neue zu machen, dann nervt das echt, wenn ich dann noch irgendwie 6 oder 7 Minuten warten muss, um weiterzumachen. Das sah schon wieder am Ende einfach so komisch drauf getriggert aus. Aber ich bin mir trotzdem zu unsicher noch dafür. Der Wallhack ist auf jeden Fall klar. Er kommt von hinten. Angedackelt. Palace geht gleich durch Richtung A, ist schon draußen. Und Daisy nutzt ihn. Da haben wir es. 8 Minuten. Genau 8 Minuten. Perfekt eingeschätzt. Also, Vision Assist, bin ich mir einfach zu unsicher. Other hat dabei, er ist diesmal hart rumgehoppelt. Steht es hier eigentlich noch dabei, Bunnyhop? Ja gut, Bunnyhop zählt zu Speedhacking, ne? Nehme ich an. Na, Jumping Script ist ja sein eigenes Pünktchen. Gut. Okay. Leute, da haben wir wieder einen gebastelt, aber ziemlich hart. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich bedanke mich hier auch nochmal ganz, ganz dick bei Gerdinger für die überkrassen Skins, die er rausgehauen hat. Er hat jetzt gerade über die letzten 2 Tage, ich glaube, Skins im Wert von 400 Euro an mich verschenkt. Vielen, vielen Dank dafür. Richtig, richtig sick. Warte kurz. So. Die hier. Dann das Knife und die hier alle. Ich glaube bis hier, ne? Ne, bis hier. Die hier alle. Also fast alles, was man hier sieht. Und dann noch dieses Knife hier. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist echt der Hammer. Die Giveaways können schön weiterlaufen. Es ist ultra krass. Ich meine, ich habe jetzt fast 2 Seiten voll mit Redskins. Beziehungsweise, gut, ich habe ja noch diese Dinger dabei. Aber das heißt, wir können richtig, richtig edle Scheiße machen. Also auch mit dem ganzen Rest natürlich, ganz klar. Ich meine, es wird ja immer schön durchmischt. Beziehungsweise 1, 2 gute und dann eben halt auch ein paar Purple und Blue und so weiter. Ja, die Isaac kam auch rein. Die habe ich mir direkt mal zumindest temporär als Tech-9-Bumme gelegt, weil ich dachte, hey, ich brauche sowas halt auch mal. Ich will auch mal cool sein. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.